Hi zusammen, hier ist wieder euer Marco. Ihr wollt die Batterie von eurem Audi-Funkschlüssel ganz einfach wechseln, dann seid ihr hier genau richtig. Ich zeige euch in dieser Anleitung, wie ihr Schritt für Schritt die Batterie von eurem Autoschlüssel tauschen könnt. Viel Spaß dabei! Die Sache ist im Grunde ganz einfach, man muss nur wissen, wo man anfangen soll. Öffnet einmal den Schlüssel, dreht ihn zur Seite und dann seht ihr in der Mulde schon eine kleine Kunststofflasche, die den Deckel vom Batteriefach eben festhält. Das heißt, ihr haltet einmal den Schlüssel an der Oberseite gut fest, greift einmal beherzt zu und zieht eben den Deckel nach oben ab. Die Batterie könnt ihr im nächsten Schritt mit einem kleinen Schraubenzieher an der Seite vorsichtig raushebeln. Für dieses Schlüsselmodell braucht ihr eine Knopfzelle mit der Bezeichnung CR2032. Falls ihr die noch nicht zur Hand habt, findet ihr wie immer in der Infobox unter dem Video den passenden Link eben zur richtigen Knopfzelle. Es sind immer die kleinen Dinge, die einem den Tag versauen, das heißt achtet bitte darauf, dass natürlich auch die Knopfzelle einen Plus- und einen Minuspol hat. Der Pluspol ist halt der Pol, der oben auch mit der Schrift gekennzeichnet ist und natürlich dem kleinen Plus. Der muss nach oben, Batterie einfach einsetzen, den Deckel von oben wieder so drauf drücken, dass diese Kunststoffflasche in der Mulde einrastet und herzlichen Glückwunsch, ihr habt erfolgreich eure Batterie vom Autoschlüssel gewechselt. An der Stelle wie immer vielen lieben Dank fürs Zuschauen, ich hoffe ich konnte euch weiterhelfen und das Video hat euch gefallen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wenn es geklappt hat, lasst mir einen Daumen rauf als Unterstützung da und abonniert recht herzlich gerne meinen Kanal, wenn ihr von mir keine Arbeit mehr verpassen wollt. Also bis zum nächsten Video, gute Fahrt, macht's gut, ciao, euer Marco.